Heute Vormittag glaube ich, dass die Galerie etwas war, das eine Generation von Heysham-Kollegiaten an die nächste weitergab. Ich erinnere mich, wie ich einmal, ich kann höchstens 5 oder 6 gewesen sein, neben Amanda C. an einem niedrigen Tisch saß, die Hände klamm und verkrustet vom Ton, den wir modellierten. Ich weiß nicht mehr, ob andere Kinder dabei waren und welcher Aufseher Dienst hatte. Ich weiß nur noch, dass Amanda C., die ein Jahr älter war als ich, mein Werk betrachtete und ausrief: „Das ist aber sehr gut, Katie. Wunderschön. Das kommt bestimmt in die Galerie." Und ich muss schon damals von der Galerie gewusst haben, denn ich erinnere mich noch, wie stolz und aufgeregt mich Amandas Lob machte. Und dass ich im nächsten Moment dachte: „Das kann nicht sein. Keiner von uns ist jetzt schon gut genug für die Galerie." Und als wir älter wurden, blieb die Galerie ein ständig wiederkehrendes Thema. Es war die höchste Anerkennung, die man für seine Arbeit erhalten konnte. Und wenn es hieß, das ist gut genug für die Galerie. Und nachdem wir ein Gespür für Ironie entwickelt hatten, hieß es über jedes lächerliche, schlechte Stück: „Oh ja, schnell in die Galerie damit." Aber glaubten wir wirklich an ihre Existenz? Heute bin ich mir nicht mehr sicher. Wie gesagt, wir erwähnten sie nie vor den Aufsehern. Und im Rückblick scheint mir, dass nicht nur die Aufseher, sondern auch wir selbst uns diese Regel auferlegt hatten. Ja, ich erinnere mich an einen Fall aus der Zeit, als ich etwa 11 Jahre alt war. Wir waren im Zimmer 7. Es war ein sonniger Wintermorgen. Mr. Rogers hatte seinen Unterricht beendet und einige von uns harrten aus, um mit ihm zu plaudern. Wir saßen auf unseren Schreibtischchen. Und ich weiß nicht mehr, worüber wir redeten, aber Mr. Roger brachte uns, wie immer, schrecklich zum Lachen. Und irgendwann stieß Caroline H. kichernd hervor: „Damit kämen wir sogar in die Galerie." Gleich darauf schlug sie mit einem Hoppala die Hand vor den Mund und die Stimmung blieb zwar vergnügt, aber wir alle, Mr. Roger übrigens eingeschlossen, wussten, dass ihr ein Schnitzer unterlaufen war. Es war keine Katastrophe, aber doch so, als wären einem von uns ein schlimmes Wort entschlüpft. Und es hätte jemand in Anwesenheit eines Aufsehers dessen Spitznamen gebraucht. Mr. Roger lächelte nachsichtig, wie um zu sagen: „Reden wir nicht davon, tun wir so, als wäre nichts passiert." Und wir gingen einfach darüber hinweg. Wenn die Galerie für uns auch in einem Schattenreich verharrte, blieb doch die unverrückbare Tatsache, dass Madame in der Regel 2, manchmal auch 3 oder 4 Mal im Jahr auftauchte, um sich unsere besten Arbeiten auszusuchen. Wir nannten sie Madame, weil sie Französin oder Belgierin war. Darüber herrschte Uneinigkeit und weil die Aufseher sie immer so nannten. Sie war eine große, schmale Frau mit kurzgeschnittenem Haar, wahrscheinlich noch recht jung, obwohl wir sie damals nicht jung fanden. Sie trug stets ein strenges graues Kostüm und anders als die Gärtner, anders als die Lieferanten, die uns versorgten und anders als praktisch jeder, der von draußen kam, redete sie nicht mit uns und hielt uns mit ihrem eisigen Blick auf Distanz. Jahrelang hielten wir sie für hochnäsig, aber eines Abends, wir müssten ungefähr 8 gewesen sein, stellte Ruth eine andere Theorie auf. „Sie hat Angst vor uns", verkündete sie. Wir lagen in unserem dunklen Schlafsaal, in den Juniorklassen waren wir pro Schlafsaal 15 Kinder und führten noch nicht die langen vertraulichen Gespräche wie später im kleineren Kreis. Aber die Betten der meisten, die später unsere Gruppe bildeten, standen schon nahe beieinander und es begann uns schon zur Gewohnheit zu werden, bis in die Nacht hinein zu reden. „Was meinst du damit?", fragte jemand. „Wieso sollte sie Angst vor uns haben? Was könnten wir denn tun?" „Das weiß ich auch nicht", sagte Ruth. „Aber ich bin mir sicher, dass es so ist. Ich dachte auch die ganze Zeit, sie ist einfach hochnäsig. Aber es ist was anderes. Das weiß ich jetzt ganz bestimmt. Madame hat Angst vor uns." Während der nächsten Tage sprachen wir noch öfter darüber. Die meisten von uns waren anderer Meinung als Ruth, weshalb sie umso entschlossener beweisen wollte, dass sie recht hatte. Schließlich legten wir uns einen Plan zurecht, um ihre Theorie bei Madames nächsten Besuch in Helsheim zu überprüfen. Ihre Besuche wurden uns nie angekündigt, trotzdem war klar, wann wieder einer anstand, denn die Vorbereitungen begannen schon Wochen vorher, wenn die Aufseher alle unsere Arbeiten
unsere Bilder, Zeichnungen, Keramiken, alle unsere Aufsätze und Gedichte begutachteten. Das dauerte mindestens 14 Tage und am Ende kam aus jedem Junior- und jedem Senior-Jahrgang 4 bis 5 Werke ins Billardzimmer. Das Billardzimmer blieb während dieser Zeit abgesperrt, aber wenn man draußen auf die niedrige Terrassenmauer stieg, konnte man durchs Fenster sehen, wie die Ausbeute wuchs. Wenn die Aufseher anfingen, die Sachen zu ordnen, auf die Tische aufzulegen und auf Staffeleien zu stellen, wie für eine Miniaturausgabe eines unserer Tauschmärkte, dann war klar, dass Madame am nächsten oder spätestens am übernächsten Tag auftauchen würde. In dem Herbst, von dem ich jetzt erzähle, mussten wir aber nicht nur den Tag, sondern auch den genauen Zeitpunkt von Madames Erscheinen wissen, denn oft blieb sie nur 1 oder 2 Stunden. Sobald uns aufgefallen war, dass die Sachen im Billardzimmer aufgestellt wurden, beschlossen wir daher, abwechselnd Ausschau zu halten. Die Eigenheiten des Geländes erleichterten uns diese Aufgabe erheblich. Hailsham befand sich in einer flachen Senke und die Wiesen sanft anstiegen. Daher hatte man von jedem Klassenzimmer und sogar von jedem Pavillon aus einen ausgezeichneten Blick auf die lange, enge Straße, die durch die Wiesen bis zum Haupttor herabführte. Das Tor selbst war immer noch ein gutes Stück entfernt und von dort musste jeder Besucher die kiesbestreute Zufahrt nehmen, die sich zwischen Büschen und Blumenbeeten bis in den Hof vor dem Hauptgebäude entlang wand. Manchmal vergingen Tage, ohne dass wir ein Fahrzeug die schmale Straße herunterkommen sahen, und wenn dann doch eines auftauchte, dann war es meist ein LKW oder Lieferwagen, der Proviant brachte oder in dem Gärten oder Handwerker saßen. Ein PKW war eine Seltenheit und manchmal reichte schon der Anblick eines Autos in der Ferne, um uns während des Unterrichts in Aufruhr zu versetzen. Der Nachmittag, an dem auf der Straße zwischen den Wiesen Madames Wagen gesichtet wurde, war windig und sonnig und am Himmel ballten sich schon ein paar Wolken zusammen. Wir saßen im Zimmer Nummer 9, im ersten Stock an der Vorderseite des Hauses, und als die Nachricht sich flüsternd verbreitete, konnte der arme Mr. Frank, der sich um unsere Rechtschreibung bemühte, nicht begreifen, warum wir auf einmal so unruhig wurden. Der Plan, den wir uns ausgedacht hatten, um Ruths Theorie zu testen, war ganz einfach. Wir, alle 6 machten mit, würden irgendwo auf der Lauer liegen und dann ausschwärmen, sobald Madame aus dem Wagen stieg, alle auf einmal und direkt auf sie zu. Wir würden ganz gesittet bleiben und einfach weitergehen. Aber beim richtigen Timing wäre sie überrumpelt und dann, behauptete Ruth steif und fest, würden wir schon sehen, dass sie tatsächlich Angst vor uns hatte. Unsere Hauptsorge war, dass wir während der kurzen Zeit ihres Aufenthalts in Hailsham keine Gelegenheit bieten könnte, unseren Plan in die Tat umzusetzen. Aber als Mr. Franks Unterrichtsstunde zu Ende ging, konnten wir sehen, wie Madame ihr Auto direkt unter uns im Hof parkte. Draußen auf dem Flur berieten wir uns hastig, dann folgten wir den anderen die Treppe hinunter und lungerten direkt hinter der Eingangstüre herum. Von hier aus konnten wir in den sonnigen Hof hinausschauen, wo Madame immer noch hinter dem Steuer des Wagens saß und in ihrer Aktentasche kramte. Endlich stieg sie aus und trat auf uns zu, wie immer in ihrem grauen Kostüm, die Aktentasche mit beiden Armen fest an sich gedrückt. Auf ein Zeichen von Ruth setzten wir uns in Bewegung und steuerten direkt auf sie zu, aber schlenderten und wie traumverloren. Erst als sie abrupt stehen blieb, murmelte jede von uns: "Verzeihung, Miss." Und wir strebten auseinander. Nie werde ich die sonderbare Veränderung vergessen, die uns im nächsten Moment erfasste. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir nicht nur groß darüber nachgedacht, welche Rolle Madame oder irgendjemand sonst bei diesem Test spielen würde. Mit anderen Worten, bis dahin war es eine ganz unbeschwerte Sache, bei der auch ein Quäntchen Abenteuerlust im Spiel war. Und Madame benahm sich ja auch nicht anders, als wir es vorhergesehen hatten. Sie blieb wie angewurzelt stehen und wartete, bis wir an ihr vorbei waren. Weder kreischte sie, noch schnappte sie nach Luft. Da wir uns alle so sehr darauf konzentrierten, ihre Reaktion zu erfassen, übte Madame wohl eine ungeheuer intensive Wirkung
auf uns aus. Als sie stehen blieb und erstarrte, warf ich, wie mir zweifellos auch meine Freundinnen, wie zweifellos mit mir auch meine Freundinnen, einen raschen Blick auf ihr Gesicht. Ich sehe es noch heute vor mir, das Schaudern, das sie zu unterdrücken versuchte, die echte Furcht, dass eine von uns sie womöglich aus Versehen streifen konnte. Und obwohl wir einfach nur weitergingen, spürten wir es alle. Es war, als wären wir vom hellen Sonnenschein in kalten Schatten getreten. Ruth hatte recht behalten. Madame fürchtete sich vor uns. Aber sie fürchtete sich so, wie sich jemand vor Spinnen fürchtete. Darauf waren wir nicht gefasst gewesen. Es war uns nie in den Sinn gekommen, uns zu fragen, wie es für uns wäre, so gesehen zu werden, als Spinnen. Als wir den Hof durchquert hatten und auf der Wiese standen, bot die aufgeregte Gruppe, die kurz zuvor noch gespannt gewartet hatte, dass Madame aus dem Auto stieg, ein ganz anderes Bild. Hannah sah aus, als würde sie jeden Moment in Tränen ausbrechen. Sogar Ruth wirkte erschüttert. Und dann sagte eine von uns, ich glaube, es war Laura, wenn sie uns nicht mag, warum sammelt sie dann unsere Arbeiten ein? Warum lässt sie uns nicht einfach in Ruhe? Warum verlangt denn überhaupt von ihr, dass sie hierher kommt? Und niemand gab eine Antwort. Wir gingen weiter zum Pavillon und sprachen kein Wort mehr über den Vorfall. Wenn ich jetzt zurückdenke, fällt mir auf, dass wir damals in einem Alter waren, wo wir schon manches über uns wussten, wer wir waren, inwieweit wir uns von unseren Aufsehern, von den Menschen draußen unterschieden. Aber was das alles bedeutete, das wussten wir noch nicht. Ich bin sicher, dass auch irgendwann in ihrer Kindheit etwas Ähnliches erlebt haben wie wir an diesem Tag. Vergleichbar, wenn nicht in den äußeren Details, dann zumindest innerlich, gefühlsmäßig vergleichbar. Denn es spielt eigentlich keine Rolle, wie gut ihre Aufseher sie vorzubereiten versuchten. Die vielen Gespräche, Videos, Diskussionen, Warnungen, das alles hilft einem nicht, es tief im Inneren zu begreifen. Denn wenn man 8 Jahre alt ist und geborgen in der Gemeinschaft an einem Ort wie Helschem lebt, wenn man Aufseher hat, wie wir sie hatten, wenn die Gärtner und Lieferanten mit einem Scherzen und Lachen und einem Schätzchen nennen, nichtsdestotrotz muss irgendetwas von diesem Reden auch in einen Teil des Bewusstseins vordringen. Denn wenn in ihrem Leben der Augenblick kommt, ist ein Teil von ihnen schon ein wenig darauf gefasst. Vielleicht hat schon seit der Zeit, als sie 5 oder 6 waren, eine Stimme in ihrem Hinterkopf geflüstert, eines vielleicht nicht allzu fernen Tages wirst du schon erfahren, wie es sich anfühlt. Sie warten also, wenn auch unbewusst, auf dem Augenblick, in dem sie erkennen, dass sie tatsächlich anders sind, dass dort draußen Menschen sind wie Madame, die ihnen weder Übles wollen noch Hass gegen sie empfinden und doch schon beim Gedanken an ihre Existenz, an die Art und Weise, wie sie zur Welt kamen und warum, dabei erschaudern und sich von der Vorstellung fürchten, sie könnten von ihnen berührt werden. Wenn Sie sich das erste Mal mit den Augen einer solchen Person sehen, wird Ihnen kalt ums Herz. Es ist, als sehen Sie in einen Spiegel, an dem Sie jeden Tag Ihres Lebens vorbeigegangen sind, und auf einmal zeigt er Ihnen etwas anderes, etwas Fremdes, etwas Verstörendes. Kapitel 4. Ende des Jahres werde ich keine Betreuerin mehr sein, und obwohl mir diese Nachricht wirklich viel gegeben hat, muss ich gestehen, dass es mir ganz recht sein wird, wenn ich dann Gelegenheit habe, mich auszuruhen, innezuhalten, nachzudenken, mich zu erinnern. Dass ich seit neuestem diesen Drang verspüre, all die alten Erinnerungen zu ordnen, hat sicher wenigstens teilweise mit der Vorbereitung auf diesen bevorstehenden Tempowechsel in meinem Leben zu tun. In Wirklichkeit wollte ich wohl vor allem wieder das ins Lot bringen, was zwischen mir, Tommy und Ruth vorgefallen war, nachdem wir erwachsen geworden sind und von Helschem fortgegangen waren. Aber mir ist jetzt klar geworden,
wie vieles von dem, was später geschah, eine direkte Folge unserer Jahre in Helsheim war. Und deshalb muss ich mich zuerst möglichst gründlich mit dieser frühen Erinnerung befassen. Zum Beispiel mit dieser großen Neugier auf Madame. Oberflächlich betrachtet waren wir einfach Kinder, die sich einen Jux machten, aber auf einer tiefen Ebene war es, wie Sie sehen werden, der Beginn eines Prozesses, der im Lauf der Jahre immer mehr Raum einnahm, bis er unser Leben beherrschte. Von jedem Tag an war Madame zwar nicht gerade ein Tabuthema, wurde aber kaum noch erwähnt. Und das beschränkte sich nicht nur auf unsere kleine Gruppe, sondern griff auf praktisch alle Schüler unseres Jahrgangs über. Obwohl wir, würde ich sagen, so neugierig waren wie eh und je, spürten wir alle, dass wir uns mit größeren weiteren Vorstößen, etwa in der Frage, was mit unseren Arbeiteten geschah, ob es tatsächlich eine Galerie gab, auf ein Terrain vorwagten, für das wir noch nicht bereit waren. Das Thema Galerie tauchte allerdings noch gelegentlich auf, und als wir Tommy ein paar Jahre später am Teichufer von seinem merkwürdigen Gespräch mit Miss Lucy erzählte, regte sich etwas in meiner Erinnerung. Aber worum es sich genau handelte, fiel mir erst wieder ein, als ich zu den Wiesen hinüberrannte, um meine Freundinnen einzuholen, während Tommy auf seinem Stein zurückblieb. Miss Lucy hatte einmal im Unterricht etwas gesagt, das mir im Gedächtnis blieb, weil es mich befremdet hatte. Es war eines der wenigen Male, dass die Galerie ganz bewusst in Anwesenheit eines Aufsehers erwähnt wurde. Wir führten damals eine Auseinandersetzung, die wir später als den Markenstreit bezeichneten. Tommy und ich haben vor ein paar Jahren darüber gesprochen und konnten uns erst nicht einigen, wann er stattgefunden hatte. Ich behauptete, wir seien damals 10 gewesen, er meinte zuerst, es sei später gewesen, aber am Ende pflichtete er mir bei.